Das Moos ist schon uralt. Es hat schon vor ungefähr 40 Millionen Jahren mit als erste Pflanze das Land erobert. Und meist läuft man achtlos an ihm vorbei. Es sei denn, das Moos taucht im Rasen oder in Fugen auf. Dann ist es nämlich Unkraut, das es zu vernichten gilt. Und dabei ist das Moos doch eine ganz besondere Pflanze. Bei mir geht es immer um den Garten und heute geht es um das Moos. Im Moostempel. In Japan ist das anders. In den Moosgärten ist das Moos Teil der Gartengestaltung. Und in Kyotos berühmtem Moostempel, der auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, kann man sich ansehen, wie toll solch ein Garten aussehen kann. Unten ist der Link dazu. In diesen Moosgärten werden dafür allerdings konsequent alle blühenden Pflanzen, die sich ansiedeln, ausgerupft. Wasserspeicher. Moose wachsen komplett ohne Wurzeln. Sie haben nur Haftorgane, mit denen sie sich auf dem jeweiligen Untergrund festhalten. Der Untergrund kann Erde, Rinde, Holz, Fels oder aus Stein sein. Und wegen der fehlenden Wurzeln schadet Moos auf Baumstämmen auch die Bäume nicht. Das lebenswichtige Wasser bekommt das Moos also nicht aus der Erde, sondern über den Regen, den Nebel oder die Luftfeuchtigkeit. Dabei saugt es das Wasser über seine große Oberfläche wie ein Schwamm auf. Moos dient so auch als Wasserspeicher, denn es gibt überschüssiges Wasser langsam und gefiltert wieder an die Umgebung ab. Es hilft also, den Wald zu kühlen und mit Wasser zu versorgen. Bei ausbleibendem Regen können einige Moose sogar in eine Trockenstarre verfallen und so längere Zeit überleben. Wasser ist nicht alles. Moos ist also ein Überlebenskünstler. Aber auch Moos braucht mehr als nur Wasser zum Wachsen und braucht deshalb ein paar Nährstoffe. Und die nimmt es ebenfalls mit dem Regen auf und auch nicht aus dem Boden. Die im Regen gelösten Nährstoffe und der Feinstaub daran düngen das Moos. Deshalb wächst Moos auch gerne an Baumstämmen, denn der Regen, der die Baumstämme herunterläuft, wäscht Nährstoffe und Feinstaub vom Baumstamm herunter und düngt damit das Moos. Moos im Garten ansiedeln. Wer Moos im Garten ansiedeln möchte, Moos mag es schattig, mager, sauer und es wächst gerne auch an den feuchten Stellen, die nicht so schnell abtrocknen oder wächst an Stellen, an denen sonst mangels Licht oder Nährstoffen nichts wächst. Zum Beispiel unter Bäumen. Der Natur tut man damit auch etwas Gutes, denn Moos dient als Lebensraum für Insekten wie Asseln, Käfer, Ameisen. Und die Vögel freuen sich über das weiche Nistmaterial und der Osterhase wohl auch. Moos ist bedroht. Obwohl Moos für die meisten im Garten eher lästig ist und Moos auch sehr alt werden kann, so um die 1000 Jahre, und um die 1000 Moosarten gibt es hier auch, sind aber ein Drittel der hier vorkommenden heimischen Moose vom Aussterben bedroht. Schuld daran ist die Entwässerung, Abholzung, Überdüngung und Übernutzung des Waldes. Im heimischen Rasen dagegen hat das Moos perfekte Bedingungen, denn die Konkurrenz, die Grashalme, die das Moos eigentlich in kürzester Zeit überwuchern würden, werden ja regelmäßig abgemäht. Und dort, wo der Rasen auch noch im Schatten wächst und wenig oder gar nicht gedüngt wird, oder der Boden zu sauer ist, fühlt sich das Moos dann pudelwohl. Moosreservat Garten? Ja, aber nicht nur im Rasen, denn auch auf Mauern, Steinen, Baumstämmen und zwischen den Fugen wachsen Moose. Eigentlich sollte man sich auch über diese Moose freuen, denn sie zeigen genau wie die Flechten, die im Garten wachsen, eine schadstoffarme und damit gesunde Luft an. Moose sind schon klasse. Das war's zu den Moosen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Gebigarten. Tschüss.